So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Wir haben jetzt gleich 7:30. Also, der frühe Vogel fängt den Wurm, man kennt ihn. Kurz in eigener Sache, ihr seht unten den Creator Code, wie ihr den eintragt. Das werde ich euch natürlich gleich euch zeigen. Aber ihr habt es auch bestimmt mitbekommen, gestern hatten wir das Gewinnspiel bzw. die Verlosung von dem Skin. Wegen dem Creator Code, so als kleines Dankeschön von mir, und da gab es halt nur ein kleines Problem, nämlich derjenige hat Folgendes vergessen. Er ist eben nicht hier hingegangen, hat YT-FamilyHack eingegeben, damit wir schon befreundet sind. Denn das Problem ist einfach, ich kann es euch gerade zeigen, wir gehen dann auch direkt schon in den Shop rein. Bam, als Geschenk kaufen, wo ist er? Da, das ist der nette Mann, der gewonnen hat. Nur ich kann ihm erst, ich denke mal, warte mal, gestern erst eingeladen, wenn überhaupt morgen Abend erst einen Skin schenken. Also das hier ist der Gewinner von dem gestern im Gewinnspiel. Grüße gehen da auch nochmal raus. Wie gesagt, melde dich halt zwischendurch bei mir, wenn das vorbei ist. Ich werde das morgen in den Job auch nochmal reinbringen, bis du halt freigeschaltet bist. Und dann melde dich bitte bei mir, dass ich dir irgendwas aus dem Shop schenken kann. So, deshalb wisst ihr jetzt auch, warum ihr die Freundschaftsanfrage bitte schicken sollt, damit genau dieses Problem nicht entsteht. Und wenn du natürlich auch was gewinnen willst, gerne ein Abo dalassen, aber bitte nicht bei mir rumbetteln, bitte schenkt mir, ich bin No Skin, etc. pp. Weil das ist ein bisschen unfair den anderen gegenüber. Wir verlosen schon Skins, aber bettelt halt nicht danach. Ist halt einfach so, macht man halt einfach nicht. Ich bettel ja auch nicht, macht das und das. So. Außer ich bettel um meinen Creator Code. Nee, Quatsch. Also, wer Lust hat, kann gerne meinen Creator Code eintragen. Gestern haben sich wieder ein paar neue dazugesellt. Also, erstmal Gruß auch an die neuen, die gestern erst meinen Creator Code eingetragen haben. Danke dafür. Und als Dankeschön bekommt ihr halt, wie gesagt, zwischendurch immer Skins. Ihr vergesst nicht, ich habe auf YouTube quasi neu angefangen. Werde da jetzt demnächst wahrscheinlich Partner werden. Mit Epic sind wir schon verpartnert. Deshalb auch der Creator Code. Also, alles fängt ganz langsam an. So, das war das. Das habe ich. Wundert euch nicht, warum da unten 0 Abonnenten steht. Leider funktioniert die Anzeige gerade nicht. Also ich kann gerade mal im Handy nachgucken. Wir sind jetzt aktuell. Ich weiß hier eh immer die aktuelle Zahl. Genau bei 1745 Abonnenten. Gruß geht da auch mal raus. Da werden es täglich auch immer mehr. Nicht mehr so schnell wie am Anfang, aber das hing mit den Aufgaben zusammen. So, jetzt gehen wir mal rein in den Shop und was haben wir? Fangen wir mal hier rechts an. Wir haben hier den Eisbrecher. Der war auch schon verdammt oft im Shop, finde ich. Aber hört sich trotzdem gut an. Hört sich halt an wie eine Schaufel. Also ist nicht schlecht. Dann neues Emote. Neu? Im Einklang. Ah ja. Zurzeit werden wir ein bisschen sentimental. Wartet mal, ich zeige euch mal gerade. Ist nicht weit weg, ne? Aber in China ist noch kein irgendwie so eine Aktion. Die haben doch immer ihre bestimmten Tage da auf einmal mitten im Jahr, wo wir gar nichts von mitkriegen. So, dann der Zahnseidenwirbler ist wieder da. Der, glaube ich, bekannteste Tanz aus ganz Fortnite. Dun-dun-dun. Und wie gesagt, wenn ihr noch nicht habt und ihn euch jetzt kauft, dann gerne halt, wie gesagt, mit meinem Creator Code. Einfach YT-FamilyHack, weil einige haben ja dann doch noch nicht. Ich sehe nämlich auch dann in Livestreams, wir haben viele neue dabei. So erst ab Season 9, 10. Also nicht so alte Hasen immer nur. Und dann haben wir den Brutzelmeister wieder drin. Der Beat ist so geil, was das betrifft. Da könnte ich mal stundenlang zugucken. Ich liebe so Sachen sowieso. Auch wenn ihr irgendwo mal in Städte sind und man sieht so einen Künstler, der so Sachen wirklich in Real macht. Ich finde so Sachen voll interessant. So, machen wir mal weiter. Der Federverteidiger ist da. Wir haben ja den Fisch. Auch das Huhn haben wir. Aber das ist halt ein Skin, ohne Quatsch. Also wenn du auffallen willst, nimm den Skin. Dem fällst du definitiv auf.
So, weil ich habe mir nur gerade gedacht, hoffentlich schenkt mir den keiner. Erstmal gehen nochmal Grüße raus an Phantom, Elias und Zeitloser Ghoul. Danke für eure Geschenke. Also wie gesagt, falls mal einer irgendwie 200 V-Bucks zu viel hat, ihr könnt auch mir gerne was schenken. Ich freue mich natürlich auch darüber. Ich schreibe mir das auch auf, wer da wie viel irgendwie gemacht hat. Also ich vergesse auch nicht, wenn ihr mich so supportet. So, dann gehen wir nochmal rein in die dunkle Reihe von den Dino-Wächtern. Einmal der dunkle Dino, einmal der helle, einmal das helle Rückenaccessoire und einmal das dunkle. Ich hatte ja gestern schon im Livestream gesagt, die Variante hier gefällt mir eigentlich am besten, weil von hinten sieht der echt nice aus. Also ist halt echt einer der wenigen Skins, die mir wirklich gefallen, wo man das Gesicht so sieht. In der Regel sage ich hier immer, nee, ist nicht so meins. Dasselbe haben wir natürlich noch in der weiblichen Variante. So. Nochmal den Rücken. Ja. Aber die weibliche Variante geht halt auch klar. Hat auf jeden Fall was. Also so kann man sie, so gefallen sie mir. Aber sonst mag ich es ja nicht so, wenn das der Skin so durch die Maske da quasi durchgeht. Dann haben wir natürlich noch die Pickaxe. Also viele feiern die, aber ich persönlich weiß ich nicht. Obwohl ich ja eigentlich diese doppelten mag. Aber ich sage immer wieder, mir fehlt so ein bisschen die Animation von der Spitzhacke in-game. Da müsste so ein ganz kurzes Video sein. So sieht das in-game aus. Wisst ihr, wie ich meine? Weil klar, hier sehe ich sie, aber so habe ich die ja nie in der Hand. Also, da müsste eigentlich auch mal bald was kommen. So, warten wir gerade, bis hier der Skin. Na, komm. So, dann Kunja ist wieder drin. Die Skins gefallen mir auch. Also, die finde ich wirklich einfach gut gemacht. Halt dieser Ninja-Style. Ist halt echt. Also, ich weiß nicht, so Skins gefallen mir. Dann natürlich noch die männliche Variante. Da muss ich aber sagen, gefällt mir echt die weibliche Variante besser. Jetzt nicht, weil ich Frauen besser finde, aber da muss ich echt sagen, gefällt mir einfach so an sich von der Optik her. Ich weiß nicht. Weiß nicht, woran es liegt, aber die schlankere Art gefällt mir irgendwie besser. Und dann hier haben wir natürlich das Rückenaccessoire mit den zwei Pickaxen hinten drauf. Und hier die Sen also das Samurai-Schwert mit dem normalen Rucksack. So, dann kommen wir natürlich. Ach so, wir haben ja noch mehr. Ach, wir haben ja noch die Verbandslackierung. Aber da habe ich glaube ich schon damals gesagt, die feiere ich irgendwie nicht so. Ich weiß nicht warum, aber dieses Weiße mag ich irgendwie nicht. Auch auf dem Boot, ja, sieht aus wie ein Holzboot dann. Aber wie gesagt, ihr wisst ja, Geschmäcker sind verschieden, von daher alles gut. So, haben wir jetzt alles da? Warte mal, ich gucke nochmal durch, nicht, dass wir was vergessen. Ah, seht ihr, hier nochmal die Spitzhacken, die der weibliche Skin auch auf dem Rücken hat. Halt wieder Doppelpickaxe. Und natürlich der Kleider. Also, ich habe jetzt nochmal viele Videos gesehen. Der Gleiter sieht geil aus, aber diese Vogelgeräusche, die sind echt heftig. Die sind halt laut. Man hört es jetzt eigentlich nicht so laut, aber oder haben sie sie leiser gemacht? Ich glaube, die sind leiser gemacht worden. Weil früher hat der wirklich richtig geschrien. Also du hast halt deutlich gehört, wenn einer so hinter dir ist. So, jetzt kommen wir zu dem neuen Skin, nämlich Freche Wurst. In zwei Varianten. Einmal mit Kappe. Die Variante ist ja noch okay. Aber die Variante. So sieht ein Dulli aus. Und so sieht ein Dulli mit Kappe aus. So, dazu haben wir noch gleichzeitig unseren Kondensstreifen. Mit Würsten. Naja. Ja, wem es gefällt. Also so sieht er ganz nice aus eigentlich. Ist halt mal was ein bisschen anderes. Sieht auf jeden Fall besser aus als der Taco. So, dann würde ich sagen, war es das auch schon mit dem Video. Und wie gesagt, wenn du dir was kaufst, gern meinen Creator-Code eingeben. Kostet dich nichts extra, gar nichts. Ich bekomme halt nur ein bisschen was davon ab.
Damit kann ich euch wiederum was zurückgeben. Im Prinzip investierst du nur in weitere Skins. Und auf ein bisschen Glück, dass ich dir eventuell beim nächsten Mal irgendwas aus dem Shop kaufen kann. So wie ich jetzt warten muss, dass ich dem lieben IMAX was schenken kann. Wie gesagt, IMAX, falls du das siehst, schreib gerne mal was in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, an dieser Stelle haut rein.